Divine's Liquor Store, 12.13 Uhr. Aber so lang unterwegs schon wieder? Mensch, wir trödeln. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Das war wahrscheinlich das Zeug, das auf der Liste stand, oder? Eine Bestandsaufnahme sozusagen. Wir schauen mal. You got some fine stock here, Mr. Robbins. Now you let us take some for the road. This case might get solved a lot quicker. Klar, weil du dann schneller ermitteln kannst in dem Geiste. He's joking, Mr. Robbins. Oh, really? But I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store. That was never going to work out, was it? We'll take a look around. Das ist eine pikante Kombination, sag ich mal, ja? Okay, aber schauen wir uns hier mal um. Aha, hier ist doch ihr Verschlag. Haben wir also letztendlich doch den Wohnort des Opfers gefunden, auch wenn der ein bisschen spezieller ist. So, was haben wir hier? When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Ja, das wissen wir doch, bis 41 erst geschlossen wurde wahrscheinlich. Wir hatten doch schon den Ausweis gefunden. Okay, sonst noch irgendwas mit der Statue? Nein, ne? Gut, was liegt denn hier in der Mitte? I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Nee, ich nehme auch an, aber sie hat ihr Schild behalten. Immerhin, man muss ja ein bisschen Stolz bewahren. Oder Andenken an bessere Zeiten oder sowas, keine Ahnung. Da steht was drauf auf dem Kegel an der Seite, oder? Ah ja. Na, komm. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Kann auch von früher sein. I know that place, corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Wir werden es sehen, aber wir haben zumindest schon mal einen neuen Anlaufpunkt. Ganz interessant. Suchen wir mal weiter. So, ein Foto. Oh, sie hat eine Tochter. Das könnte doch interessant werden. Nichts dazu zu sagen? Willst du nicht irgendwie feststellen, dass sie eine Tochter hat? Phelps? Nicht? Echt nicht? Ich würde die erstmal suchen. Naja, gut. Wenn du meinst... Was ist denn mit der Musik los? Wenn du meinst, dass du nichts dazu sagen willst, dann ist das halt so. She wasn't always such a loner. Ja, früher in der Highschool, da waren die Zeiten noch besser. Was hat sie denn hier liegen? Aristoteles, Metaphysik. Okay. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Nicht übel. Ich glaube, die Kombination Obdachlose, die Aristoteles liest, gibt's nicht so oft. So, ich persönlich beschäftige mich ja auch sehr gern mit Philosophie, muss ich zugeben. So, da, ach, da drüben liegt ein Brief rum. Lass den mal anschauen hier. Kannst du, Cole, kannst du den Brief anschauen dahin? Cole hängt fest. Nein, nicht schon wieder. Oh, ich komme nicht weg. Oh nein. Shit, ich komme nicht aus der Ecke raus. Gut, dann muss ich wohl offenbar mal kurz pausieren und wenn ich dann wieder ein bisschen freier bin, dann geht's gleich weiter. Also gezwungenermaßen, bis gleich. Okay, weiter geht's. Und es ist ganz gut, dass ich das jetzt normal machen musste, denn so habe ich was gesehen, was ich vorher glatt übersehen habe, nämlich den Hinweis, dass wir dieses Buch öffnen können. Ist das nicht schön? Schauen wir doch mal rein. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Okay, neuer Anlaufpunkt. Mensch, das wird ja langsam hier richtig zahlreich. Vielleicht ist es auch kein Ort, kein zusätzlicher, wer weiß. Auf jeden Fall scheinen wir jetzt schon alles entdeckt zu haben. Gut, gut. Nee, nicht wieder in die Ecke gehen. Das ist mir zu gefährlich hier. Ja, mehr ist ja auch nicht, was wir noch anschauen können. Gut, dann
Nehmen wir das mal so hin. Ist der Typ denn jetzt schon weg? Ich persönlich würde ja, wenn ich gehört habe, dass eine Freundin von mir gestorben ist, dann irgendwie in der Nähe bleiben und mal nachfragen, was denn passiert ist oder so. Naja, was soll's. Mal schauen, ob wir noch mit ihm reden können, ob er vielleicht noch irgendwas weiß. Aha, gut. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Any idea where the money came from? She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Okay. Vielleicht irgendein Hobo-Bruder oder so? Ich weiß es nicht. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. I got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her stay here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. To be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Und den hatte sie dann wahrscheinlich nicht, oder? You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Aber er kennt ihn. Die Frage ist jetzt, wenn ich auf Anzweifeln gehe. Also ich muss ja sicherlich nachfragen. Die Frage ist, wenn ich jetzt auf, sagen wir mal so, wenn ich auf Wahrheit gehe, fragt er dann nach oder lässt er es dann dabei darauf beruhen? Ich guck mal ganz kurz was. Ja, nee, das wäre ja irgendwie sinnlos. Nein, ich will nicht in die Pause gehen. Ich nehme jetzt einfach Wahrheit, weil ich nicht denke, dass man aus ihm was rausquetschen muss. Er wird es wohl von sich aus sagen, oder? She talked about McCaffrey. Ach komm, Leute. Supposedly he fought in the International Brigade in Spain and in the miners' strikes back in Virginia. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Das war jetzt mal wieder ziemlich blöd am Ende mit der letzten Frage, weil das wieder so typisch Spielmechanik war. Was halt, in Wirklichkeit fragst du halt nach, woher kennen sie den denn, was ist denn das für eine? Auch ohne, dass ich irgendwas anzweifeln muss oder so. Ich meine, das sagt ja nichts Falsches. Und ich finde, er war jetzt niemand, dem man irgendwas aus der Nase ziehen muss. Das stört mich dann halt so an dem Spiel, dass man manchmal wirklich nicht weiß, was wollen sie denn nun für eine Antwort? Naja, was soll's. Komm, Rusty. Wir haben noch mehr Orte abzuklappern. Ja, machen wir erstmal zur Bar, oder? Würde ich sagen. Schön der Reihenfolge nach. Mensch's Bar, Ecke 9 und Main. So, guck mal. Theoretischerweise dürfte es ja nicht so weit auseinander sein. Denn die Dame hatte ja kein Auto. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Sie war ja immer zu Fuß unterwegs. Genau, das ist auch gleich um die Ecke. Und auch die Bowlingbahn dürfte theoretisch... Ja, die ist auch gleich hier. Das dachte ich mir nämlich. Na gut, dann einmal rumdrehen und die 1, 2, 3, 4. rechts. Achso, warte mal. Jetzt habe ich ja den Fall ange... Ach, egal. Machen wir halt mal das Straßenverbrechen. Ich war gerade irgendwie verwirrt, weil ich gerade dachte, dass die Markierung fürs Straßenverbrechen unsere Zielmarkierung... Bleib doch nicht im Weg stehen! Dass es unsere Zielmarkierung ist. Naja, egal. Aber ich glaube, die waren beide auf der 9th Street, ne? Beide Orte. Also sowohl die Bowlingbahn als auch der andere. Das heißt, der müsste auch um die Ecke sein. Ich mache es trotzdem mal gleich hier hin. Töten wir mal wieder ein paar Leute. Polizistenmord! That alleyway leads to the rear of the building, sir. Someone's gonna have to climb up and take him down. Good luck. Don't let him get a beat on you like I did. Rusty rennt schon mal vor.
und überlegt sich dann noch anders. So, das war schon mal für den ersten. Gut. Achso, Rusty klettert gleich. Ich gehe dann einfach mal die Treppe. Oder auch nicht. Das sagt mir doch keiner, dass es da nicht lang geht. Gut, okay, den einen haben wir ja schon mal weg. Das ist ja dann schon mal ganz gemütlich. Dann sollte es doch ein bisschen entspannter laufen, das Ganze. So, wahrscheinlich hättest du nicht bloß nicht zu Mittag essen sollen, sondern auch nicht saufen sollen. Das würde dir wahrscheinlich auch helfen. Bye bye. Gut, wieder ein Fall erledigt. Die sind ja immer schnell gemacht. Also es ist ja auch nichts Herausforderndes eigentlich, ne? Es ist insofern immer ganz nett, dass man halt mal so einen kurzen, lockeren, so eine kurze, lockere Auffrischung zwischendurch hat. Um mal von den Ermittlungen kurz abzulenken oder wegzukommen. 14 von 40 Straßenverbrechen abgeschlossen. Da sind noch so viele offen. The cop from the newspaper. So, komm rein, Rusty. Wir müssen weitermachen. So. Dann mal auf zur... Was hatte ich jetzt markiert? Die Bar, ne? Na gut, mal schauen. Erstmal ich. Dankeschön. Die Bar. Bin mal gespannt, denn sie dürfte ja eigentlich nicht so viel Geld haben. Deswegen ist eine Bar eigentlich auch ein ungewöhnlicher Ort. Normalerweise trinken Obdachlose ja auch eigentlich eher auf der Straße. Wir werden mal sehen. Wo haben wir das denn hier? Ach, dieses rote. Aha, okay. Mensch Spar, 12.24 Uhr. Das ist ja ein Schuppen. Drink, fellas. Phelps, Galloway, Homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Okay, wunderbar. So viele sind ja nicht da, bei denen man rumfragen könnte. Probieren wir es doch einfach mal mit dem Herrn hier drüben. Grosvenor McCaffrey. Ah. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Der war jetzt nicht allzu sehr erschüttert darüber, dass sie tot ist, oder? Na ja, gut, wir schauen mal. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Und sicherlich noch ein bisschen mehr, über das du nicht reden willst. Do you want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights. That kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Das ist so ein typischer Kerl, der von sich unglaublich eingebildet ist, oder? Also so kommt er mir zumindest vor. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. Naja, naja. I don't like you, McCaffrey. Okay. You look like someone who's trying too hard. Egal. Like your whole life nichts is some kind dabei. Of performance. I think you need to give us something to get us out of your life. I don't like you either, you pompous, stiff-necked patrician. Aber ich bin selbstgefällig. Ach so. You think I don't see through you and all the other minions of the ruling class? So, aber wir haben nichts verloren dadurch. Wenn ich jetzt auf Wahrheit gegangen wäre und das falsch gewesen wäre, dann hätten wir eher was verloren als so rum. Did you see Evelyn last night? No, I was at home. Writing. Und auch hier gehe ich wieder auf Anzweifeln, weil selbes Prinzip, wenn er die Wahrheit sagt und ich das richtig nehme, dann habe ich auch nichts davon. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together.
How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Uh-huh. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Dann haben wir ja die Reihenfolge richtig gewählt, dass wir erst hierher sind und jetzt erst danach zur Bowlingbahn machen. Belohnung 5 versteckte Fahrzeuge. Was? Okay, von mir aus. Ich schau mal kurz, ob es hier hinten noch irgendwas gibt. Sieht aber nicht danach aus. Gut, dann hat sich das ja schon erledigt. Ich finde auch lustig, hören Sie sich um bei den Leuten hier. Es ist ja, na gut, hier drüben sitzt auch noch einer, aber ansonsten sieht es ziemlich dürftig aus. You a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Keep writing me, copper. Was bist du denn für einer? Okay, aber hier hinten liegt eine Zeitung rum, habe ich gerade schon gesehen. Dann schauen wir uns die doch nochmal an. Es ist aber offenbar keine von den Zeitungen, die man sich anschauen kann. Ist ja auch lustig. Warum legt er denn hier eine Zeitung hin, wenn man sie nicht anschauen kann? Ich meine, das ist ein bisschen ungünstig, wenn man Zeitungen als Sammelgegenstände einsetzt, wenn man sie dann einfach irgendwo hinschmeißt und man dann nicht reinschauen kann. Naja, was soll's. Komm, lass mal zur Bowlingbahn machen, Rusty. Komm schon, schneller. Eleven King. A message from Captain Donnelly. Return to Central. Go to. Eleven King. En route. Okay. Let's not keep the man waiting, Phelps. Das ist sehr ärgerlich, weil die Bowlingbahn gleich um die Ecke ist. Gut, ich hoffe mal für ihn, dass es wichtig ist. Wehe, ich muss jetzt darüber machen und extra Meilen schieben, nur weil er hier der Meinung ist, uns jetzt sofort ranzitieren zu müssen. So, mal kurz schauen, wo das ist. Irgendwo anders. Also uninteressant für uns, aber wirklich ganz woanders, oder? Ach, hier oben. Ha. Nö. Nö. Wo sind wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich sind. Hier drüben wahrscheinlich irgendwo. Da ist der Liquor Store. Da ist die Bowlingbahn. Da ist die Bar. Es ist so ärgerlich. Wir müssten nur hier rüber, ne? Ach, hier sind wir. Okay. Nee. Wir müssen ja nur so durchschauen und sind dann schon fast beim Zentralrevier, dann spare ich mir das doch. So, ich mache mal hier lang. Wunderschön. Wenn alles steht, ist es egal, ob jemand quer auf der Kreuzung ist, weil dann kann man doch irgendwie durch die Lücke durchfahren. So, wir können natürlich auch hier mal anmachen. Dann wissen die Leute Bescheid, dass ein Geistesgestörter ankommt, der einfach über die Kreuzung heizt. Ja, genau, schieb dich noch drauf. Du bist ein Pfosten. Leute gibt's, nee. Oh, ich höre eine Sirene. Stelle ich mich doch mal direkt auf die Kreuzung und bleib dort stehen. Genau, eine gute Idee. So, zurück zum Zentralrevier, 12.24 Uhr. Wie schnell sind wir denn jetzt auf einmal unterwegs? Gerade eben erst so wahnsinnig langsam, jetzt auf einmal so wahnsinnig schnell. Also die Zeitangaben sind äußerst seltsam. So, was gibt's denn? Empfangsmensch? Captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Okay, das klingt interessant. I want to make you know you made it. Lead the way, Galloway. Lead the Galloway sozusagen. Come to California to be its secretary. Ich bin sehr gespannt, was es denn diesmal gibt. Straight through the red light. Ich hatte erst wieder auf irgendeinen neuen Brief getippt, aber wenn Carruthers auch mit da ist, dann muss es ja eigentlich irgendwas anderes sein, oder? Vielleicht irgendwas, was man an der Leiche gefunden hat? Wir schauen mal. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick, but she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What okay. did it say? You sure you want to know, Ray? As far as we can be sure, it said, cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all.
Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. Okay, girls. Ich persönlich muss ja sagen, den Fall, den letzten Fall, den terroristen Fall, den hätte ich überhaupt nicht mit dem Black Dahlia Killer in Verbindung gebracht. Bis zu dieser Nachricht, da weiß man jetzt natürlich nicht. Das könnte natürlich dann wirklich ein Trittbrettfahrer sein, was von der Methode her ganz anders ist einfach. Und weil der Typ halt auch gepasst hat auf den Fall. Die Sache ist, er war ja generell so einer, der dann sehr unkooperativ ist und halt sich lieber in irgendwelchen Verwünschungen gegen dieses faschistische Regime in Amerika und so weiter verliert. Cole, let's get moving. Ich muss noch reden, warte mal kurz, sei mal nicht so ungeduldig. Ich weiß, du hast schon wieder Hunger und Durst, aber das ist mir egal. Ja, aber ansonsten hätte ich den Fall jetzt von der Methodik her eigentlich nicht unbedingt damit eingeordnet. Die anderen aber, ja, wie gesagt, das... Back to the Summers ja, ja. Case. Die anderen Fälle ist klar. I'll meet you outside. Hey, don't mind me. Es ist nett, dass du mich nochmal darauf hinweist, wo ich hin muss. Das hätte ich auch so noch hingekriegt. Wie jetzt McCaffrey's Apartment. Wo kommt das denn her? Fuck you! Halt die Fresse! So, Entschuldigung. was wollte ich denn gerade? Ja, genau. Den hätte ich jetzt nicht unbedingt zugeordnet. Die anderen natürlich schon. Aber ich finde es irgendwie seltsam, dass sie gar nicht Bescheid gesagt haben wegen dem Ring von Deirdre Moller. Weil das ja da jetzt auch mit reingepasst hätte. Und das wollten sie ja eigentlich machen. So, Moment. Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slam ever found out. So, wir machen erstmal zum Apartment hin. Ich kann es gar nicht als Ziel auswählen. Hallo? Kannst du? Eventuell? Kannst du? Kannst du? Kannst du? Nee, kann ich nicht. Dann nehmen wir halt erstmal die Bowlingbahn. Okay. Warum auch immer mir das schon angezeigt wird, wenn ich doch gar nicht weiß, wo ich hin muss. Das ist sehr seltsam. So, komm hier. Sirene an. Nein, du musst mir nicht in den Weg fahren. Die haben diesen automatischen Reflex, nach rechts zu fahren, wenn sie die Sirene hören. Aber das Auto kann doch auch von rechts kommen, Mensch. Halt. Ich gucke jetzt mal nicht, wo das ist, aber... Wir können hier gleich mal... diese Bremsen. Es ist grausam. Wait for the next turning and go right. Nee, nee, warte mal. Du musst nicht Navi spielen für mich. Ich will nur mal kurz hier ran. Bestimmt, um die Adresse rauszukriegen von dem Apartment. Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6. 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks for your help. Jo, danke. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal dorthin. Gut, McCaffrey, das ist ja jetzt gar nicht der von der Bowlingbahn, sondern das ist ja der gescheiterte Schauspieler, sage ich schon, Autor. Achso, der sitzt drin. Der ist gleich sitzen geblieben. Okay, dann schauen wir mal kurz, wo wir dafür hin müssen. Hier. Machen wir mal kurz dahin. Wo ist denn das? Bestimmt, ja, es ist mal wieder sonst wo. Gut, wir folgen einfach mal der Straße und dann am Ende der Straße diesem kleinen Knick da an dem Platz und dann müssen wir, dann kommen wir ja schon fast raus, wo wir hin müssen. Okay. So, Sirene an und dann geht's los. Macht mal Platz hier vorne. Ich würde gern irgendwie durchfahren. Sehr gut. Ja, fahr in die Wand des Tunnels. Genau, das ist eine gute Idee. Das sollte man so tun. Nee, aber nicht bei mir. Ich habe gerade auch gar keine Lust, erst zu gucken, wo das ist. Ich fahre einfach nicht hin. Das könnten auch mal andere machen.
So, fahren wir einfach mal links an dem Bullen vorbei. Warum nicht? So, ich glaube, hier müssen wir rechts rum, ne? Kann das sein? Genau, das sieht doch gut aus. So, da sind wir auch schon.